war nichts. Wir suchen hier Leute, die unterhalten können, die die Zuschauer mitreißen. Weißt du, du stehst da wie so ein Regungsloser hinter deinem Mikrofon. Und gesanglich, weiß ich nicht, war das jetzt auch nichts. Also nein von mir. Ja, ebenfalls ein Nein von mir. Tut mir leid, ein Nein. Junge, das zerstört dich doch komplett, wenn dann Leute dann sagen, nee, du bist kacke. Du bist kacke. Aber lass mich noch mal singen. War gut. So Leute, ab in die Shorts. Mittlerweile auch ein bisschen reifer einfach. Also so früher war ich sehr eifersüchtig. Dieser eine Freund, der sagt, er ist Eifersucht ist dirty. Kann Paletto sich auch nicht von frei machen. Eifersüchtig mittlerweile, hat sich das echt gelegt. Digga, meine Freundin ist nicht zu Hause, die macht irgendwas. Hä? Die ist doch zu Hause. Nein, guck mal. Das bewegt sich die ganze Zeit und die ist so ein bisschen vor der Tür draußen. Er kann sie tracken? Entspann dich, das ist ungenau. Die ist beim Postboden. Die ist beim Postboden im Auto. Wer ist Guido? Kennst du ihn? Zeig mal. Gerade reingefolgt meiner Freundin, Guido 654. Keine Ahnung, der ist 60, Finn. Woher weißt du das? Selbst wenn, Digga, vielleicht ist er Millionär, auch ein 60-Jähriger kann im Endeffekt gut aussehen. Vielleicht steht sie doch auf ein bisschen. Ja, aber keine Er muss eben, glaube ich, gerade selber fast lachen. Keine Ahnung, sie liebt dich doch. Ja, noch. Jetzt sieht sie Guido und dann liebt sie bald Guido, wenn ich nicht aufpasse. Ja, Leute, ey. Eifersucht kann auch Beziehungen zerstören. Heute die verschiedenen Arten von Leuten im Drive-In. Boah, Alter, ich war richtig lange nicht mehr im Drive-In, glaube ich. Ja, sie hat meinen Cheeseburger vergessen. Ich habe in ihr Gesicht geguckt. Ich wusste, sie hat 3 Gehirnzellen, maximal. Oha. Die da arbeiten am Schalter, unfassbar. Wie kann man sein Leben so nicht unter Kontrolle haben? Und ich sag immer noch, es ist überhaupt nichts Schlimmes. Es ist ja immer letztlich so ein Meme. Und den Joke habe ich sicherlich auch schon mal gedroppt. Aber jetzt mal kurz Real Talk. Es ist überhaupt nicht schlimm, bei McDonald's oder so zu arbeiten. Ganz ehrlich. So blöd sein. Ach, da ist er doch. Hallo, Iris. Ja, hi, wir hätten gern 17 verschiedene Bestellungen. Oh ja, das ist ätzend. Junge, geht rein. Geht in McDrive, dann geht da... Wir würden gerne alle einzeln zahlen. Und einmal zahle ich die Hälfte und du die andere. In dem Moment würde ich sagen, ah, sorry, fahr schon mal zum nächsten Fenster, Junge. Hälfte, ne? Geht das? Nein, geht nur eine Rechnung. Wie, das geht nicht? Komm, bei McDonald's ihre Bestellung. Was willst du haben? Ich brauch nichts. Du willst doch was. Wir sind wegen dir hier. Nein, wegen dir. Nein, ich will eigentlich gar nichts haben. Hallo? Ein Big Mac Menü. Bitte nochmal? Habe ich nicht verstanden? Big Mac Menü. Big Tasty Bacon? B-I-G. Big Mac Menü. Big Mac Menü? Ja. Was wollen Sie trinken? Cola. Nochmal bitte? Cola! Sie kommen bei McDonald's Ihre Bestellung, bitte. Hallo, ich hätte gerne einmal 3 Kaltdöner, bitte. 3 Cheeseburger, bitte. Nein. Ja, okay, war bei uns auch so. Dieses nervige Junge, alle rufen so rein. Ich will Döner. Bitte nochmal, ich verstehe. Die Cheeseburger. Ah, Junge. Dieser eine Kumpel, der nie beim Zocken redet. Oh, Bro, die kommen von links, von links, von links. Bro, hast du gehört? Die pushen, die pushen. Och, Mann, ey, sag mal, hörst du mich nicht? Hallo? Ist mein Headset irgendwie kaputt oder was? So einen hatten wir nie im Freundeskreis. Also eigentlich haben alle immer gelabert. Also, was stimmt denn hier nicht? Kann doch alles nicht wahr sein hier. Warum hört er mich denn nicht? Hallo? GG, Bro. Ah, oh, du hast mich die ganze Zeit gehört? Ja, die ganze Zeit, aber ich muss die Runde holen. Oh, ja, das wusste ich. Nee, muss ich sagen, kenne ich überhaupt nicht. 114.000 Likes. Habt ihr so viele Freunde, die nix sagen? Wie verschiedene Menschen eine Treppe benutzen. Der Smoother. Ja, das bin, glaube ich, ich. Ich bin der Tibbelnde. Oder? Der zu faul zum Treppensteigen ist. Ja, das bin ich nicht. Der Unaufmerksame. Der Abkürzer. Ja, manchmal, ich skipp manchmal so die letzten beiden. Dann mache ich so einen kleinen Wupp. Der Treppen überflüssig findet. Hä, ich bin der ganz Normale. Diese Fußballspieler hätten auch für eine andere Nationalmannschaft auflaufen können. Ein absoluter Superstar davon, sogar für Deutschland. Freunde, wir stehen ganz kurz vor den 500.000 Abonnenten. Da bin ich mal gespannt. Falls die noch nicht voll sind, drück jetzt auf Abonnieren zum Supporten. Leroy Sané. Achso, ja, Leroy wegen seinem Vater, ne? Deutscher Nationalspieler, hat auch die französische Staatsbürgerschaft, hätte also auch für Frankreich spielen können. Sein Vater kommt aus Senegal, also wäre ja, genau. Eine Option gewesen. Sein Vater war doch auch Fußballspieler. Dybala aus Argentinien hätte auch für Polen oder Italien spielen können. Krass. Seine Großeltern kamen von dort, deshalb wäre das eine Option gewesen. Ähnlich ist das Ganze auch bei Messi, denn sein Großvater kommt aus Italien. What?
Junge, stellt euch vor, einfach Messi für Italien. Wäre sehr wild gewesen. Außerdem hat er die spanische Staatsbürgerschaft. Ah ja, gut, weil er, glaube ich, da halt gezockt hat. Harry Kane, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, hätte auch für Irland spielen können. Sein Vater kommt von dort. Und tatsächlich, Antoine Griezmann hätte für die deutsche Nationalmannschaft spielen können. Was? Denn sein Vater hat deutsche Wurzeln. Ja, aber warte, könnte er dann trotzdem... Also, geht das so easy? Oder Videos. Oh nein, wer ist denn der Typ da unten schon wieder? Er geht immer auf Mutter. Vom legendären Bigfoot habt ihr bestimmt schon gesehen. Dieses über 2 Meter große, haarige Wesen soll sich in den Wäldern Nordamerikas herumtreiben. So ein Englisch Mutter. Er geht immer auf Mutter. Er ist sehr ja. Scheu und geht den Menschen lieber aus dem Weg. Es tut mir leid, ich glaube nicht an Bigfoot. Ich schon. Keine Ahnung, was der Typ da unten will, Alter. Also Schüler, September 2050. Ich kenne euren Namen noch nicht. Fangt mal an, ja? Du, Legma. Meine Eier, da hatten wir mal wieder ganz kreative Eltern. Was ist falsch an Legma? Der Nächste. Oh, hey, mein Name ist Jim. Jim? Das ist ja cool, ein normaler Name. Jim. Aber man schreibt es G-Y-M. Was? Meine Eltern... Es ist manchmal krass, also wenn man zum Beispiel eine Autogrammkarte schreibt und dann heißt zum Beispiel einer Peter, aber Peter wird mit P-A-E-T-H-A-H geschrieben. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal wird das so völlig verrückt geschrieben. Das ist... Mann, ey. Wir wollten, dass sie sagen können, sie hätten ein Home-Gym. Ja, deshalb heiße ich Lambo. Ja, genau. Stell dir vor, einer eurer Eltern nennt euch Lambo. Ich meine, rein theoretisch, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht verboten wird. Es spricht ja nichts dagegen, jemanden Lambo zu nennen. Ich glaube, Lamborghini wäre verboten, aber Lambo? Alles gut, Adam. Es ist nicht die Schuld der Schüler. Das ist nicht die Schuld der Schüler. Wollen Sie meinen Namen wissen, Herr Lehrer? Keine Ahnung, will ich das? Weil das Ding ist auch, ich heiße ja Patrick. 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 Und hinten, es ist auch immer so, ja, mit hinten mit CK oder mit, gibt es ja auch verschiedene, oder dann mit A, aber ach, Mann, ich bin auch müde. Alles gut, sag einfach. Mein Name ist Müll. Oh nein, nein. Du brauchst dich für deinen Namen nicht schämen. Ich weiß, die Namen heutzutage sind komisch. Nein, ich heiße Müll. Was? Ich komme aus dem Saarland. Das ergibt Sinn. Warum bashen immer alle das Saarland? Ja, Bro, das ist jetzt definitiv meine letzte Runde. Morgen ist Schule und da kann ich nicht die ganze Nacht zocken. Sehe ich genauso, Mann. Ich starte eben das Spiel und lade hier kurz nur dieses 50 Gigabyte Update runter. Das dauert höchstens 5 Minuten. Oh, Bro, da ist der Letzte. Der ist One-Shot, der ist One-Shot. Ja, Bro, ist doch gar kein Problem. Ich gewinne hier kurz das 1 gegen 4 und dann werde ich dich definitiv zuerst reviven, bevor ich hier looten gehe. Junge, das war on point. Boxer Games schenkt jedem Spieler Geld in GTA Online und das wegen Karneval. Wie viel Geld wir bekommen und wo du es dir sofort abholen kannst, erfährst du in diesem Video. Aber lass noch kurz ein Follow da für die besten GTA 5 Infos. Das Gute ist, dieses Geld bekommt wirklich jeder, ganz egal auf welcher Konsole oder auf welcher Plattform. Ja, und wie bekomme ich das jetzt? Ich frage mich wirklich nicht, wie Rockstar Games auf diesen Betrag gekommen ist, aber wir bekommen von Rockstar Games 188.888 Dollar in GTA Online. Das Ganze bekommt jeder, der sich einfach einmal in GTA Online bis zum 14. Februar einloggt. Das Geld soll so automatisch auf dein Maisbank-Konto in GTA 5 bekommen. Easy. 10 Mais benutzt Nachnamen in Deutschland. Deutsche Nachnamen. Müller ist Platz 1. Ah, Müller. Ist Nummer 1. Ja. Bauer. Nicht drin. Und Schmidt. Was? Nummer 2. Hermann. Schmidt. Ja, warte, Schmidt. Koch. Einer mit M. Meier. Ist Nummer 6. Oh. Eins mit B. Ist auch ein Beruf. Bäcker. Ist Nummer 8. Nächstes mit F. Friedrich. Nee, ist ein Tier. Fisch. Fischer. Ist Nummer 4. Zwei noch mit S. Beide mit SCH. Nee. Ah, was? Schulz. Ist Nummer 9. Noch eins? Schulz. Hab ich doch N? Schneider. Schneider. Ah, Schneider. Ja. Noch mit H. O. Hoffmann. Ist Nummer 10. Jetzt noch zwei mit... Krass, wie gut er ist, Mann. Mit W. A. War... Wagner ist Nummer 7. Letzte mit W-E. Weg. Weg? Ja, der Weg. Thorsten Weg. Weber. E. Weber. Ist Nummer 5. Als ob. Jede Talentshow abläuft. Okay, danke. Ja, also, das war nix. Aber, wir suchen hier Leute, die unterhalten können, die Zuschauer mitreißen. Weißt du, du stehst da wie so ein Regungsloser hinter deinem Mikrofon. Und gesanglich, weiß ich nicht, war das jetzt auch nix. Also, nein von mir. Ja, ebenfalls ein Nein von mir. Tut mir leid, ein Nein. Gott, ich könnte nicht zu so einer Talentshow gehen. Junge, das zerstört dich doch komplett, wenn dann Leute dann sagen, ne,
Nee, du bist kacke. Du bist kacke. Aber lass mich noch mal singen. And I will always love you. War gut? Nein, von mir. Der nächste. Willkommen in der Show. Wie ist dein Name? Mein Name ist Andi. Hi. Alles klar, Andi. Dann zeig uns doch mal, was du kannst. Eigentlich oftmals ist es auch einfach nur Vorführen von Leuten, oder? Okay, Andi, danke dir. Ja, was soll man da noch sagen, ne? Also du bist auf der Bühne abgegangen, die Zuschauer feiern sich, wir feiern dich. Ja, wirklich sehr. Singen kannst du zwar null, aber du bist ein Entertainer, ne? Also ein Jahr von mir. Ja, ebenfalls ein Jahr von mir. Ist das so? Also weil die erste hatte doch Talent. Und das andere war doch auch super, oder nicht? Was denn Villa? Der reiche Freund, wenn jemand sagt, dass er reich ist. Wie viele Schlafzimmer habt ihr hier? 20. Krass, ihr seid ja übertrieben reich. Reich? Wie kommst du denn da drauf? Das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Was, eine Rolex-Sammlung und ein Swimmingpool? Ja, na und? Die einen sammeln Briefmarken und ich sammle halt Uhren. Wie oft warst du letztes Jahr nochmal im Urlaub? So 10 Mal mit 3 Skiurlauben. Junge, das ist immer ein ganz guter Indikator, wie oft Leute im Urlaub waren. Und damit meine ich wirklich so einen richtigen Urlaub, wo man das Land verlässt. Wisst ihr? Aber das ist doch normal. Okay, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ihr habt sogar einen Butler. Ey, wie oft soll ich denn... Ja gut, jeder, der einen Butler... Oder generell, ich glaube so jeder, der Angestellte hat, da weißt du, okay, die Eltern müssen krass verdienen. Ich will noch sagen, dass ich nicht reich bin. Ja, merkst du langsam selber. Ich bin sogar ein armer Schlucker. Ich habe nur 10.000 Euro auf dem Konto, weil ich nämlich die restlichen Millionen in Immobilien und Aktien reingesteckt habe. Da haben wir es. Auf jeden Fall reich. Ja, so sieht's nämlich aus. Bro, hast du Hunger? Butler? Bring uns Kaviar. Kaviar ist auch einfach so ein reichen Meme, oder? Also, es sind ja so Fischeier, oder nicht? Das ist so ganz, ganz interessant. Das hier ist das stärkste Handgebläse der Welt. Das Ding gibt's auch nur einmal auf der Welt. Und ja, das muss ich immer wieder neu sagen, weil wir immer noch täglich Leute schreiben, wo sie das Ding kaufen können. Das ist ein Einzelstück, sonst wär's ja nicht das stärkste Gebläse der Welt. Letztens habe ich dieses Ding an meinem Waschbecken ausprobiert. Alter! Das ist auf jeden Fall komplett eskaliert. Ihr wolltet aber, dass ich das Ganze nochmal mit Meerwasser ausprobiere. Ja, aber woher hat er das denn? Hat er das selbst gebaut? Was soll ich sagen? Hier haben wir einiges an Wasser. Wir machen erstmal nur 50%, um anzutesten. Blower auf 50% in 3, 2, 1. Krass. Jo, warum hat das so eine Kraft? Das war auf jeden Fall ordentlich. Ich probiere das Ding mal so rumzuhalten. Ich habe das Gefühl, so habe ich ein bisschen mehr Kontrolle. Denn jetzt machen wir 100%. Wir nehmen die Sicherung hier ab, weil nur so kann er auf 100% laufen. Ich bin wirklich gespannt. Jetzt muss ich halt noch mehr aufpassen, dass ich nicht in die Turbinen reinkomme. Blower auf 100% in 3, 2, 1. Alter. Alter, ich hab wirklich Schiss vor diesem Ding. Was sollen wir als nächstes mit dem Blower ausprobieren? Schreibt es in die Kommentare und teilt es mit der Person, die dieses Monster auch sehen muss. Das ist ja wirklich krass. So Leute, ich würde sagen, das ist das perfekte Ende für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.